Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil von Let's Play Euro Truck Simulator 2 Promos mit mir und Peter. Ja, wir befinden uns immer noch auf dem Wege von Stuttgart nach Leipzig. Und ja, ich habe jetzt kurz die kleine Pause doch eingebaut, denn... Muss auch sein, ne? Ja, Leute, ich habe bereits 780 Aufrufe. Da möchte ich mich erstmal bei euch bedanken, denn ja, hey, 87 Aufrufe in einer kurzen Zeit von knapp 2 Monaten, ne? Jungs, ihr seid der Wahnsinn. Ohne euch hätte ich das mit Sicherheit nicht geschafft. Deswegen bedanke ich mich erstmal bei euch, denn ja, ihr habt es möglich gemacht. Ihr habt es echt möglich gemacht, Leute. Und das finde ich krass, denn ohne euch würde das nicht funktionieren. Erstmal Dankeschön. Ja, des Weiteren, meine Freunde, habe ich euch ja in dem letzten Teil erzählt, dass ich in einer Planung dabei bin von einem Megakonvoi in ETS. Diese wird es auf jeden Fall geben. Die Frage wird nur sein, also, ich habe mal so, kurz gespoilert, sage ich jetzt mal, für Anfang September. Und ja, ich bin dabei, es mit den Leuten zu sprechen, denn es werden ja viele Menschen mit dabei sein. Aber an der Planung bin ich da mit ein paar Leuten beteiligt. Ja. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ja, wir haben jetzt noch knappe 300 Kilometer vor uns. Das heißt, ich lasse euch mal wieder mit den Bildern alleine. Und ja, wir hören uns dann wieder. Bis gleich. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt auch knappe 120 Kilometer vor uns. Dann sind wir auch schon am Ziel in Leipzig. Ja, eine kleine schöne Tour, ne? Ja, genau. Ich habe ja euch vorher erzählt, dass ich ja knappe 780 Aufrufe habe. Und ja, Leute, ich habe ja euch gesagt, wenn ich die 800 Aufrufe habe, dann gibt es wieder eine Spezialfolge. Die wird es dann auch wieder geben. Die Frage ist nur, wann. Denn ja, ich habe ja vor, den Megakonvoi zu machen. Und wahrscheinlich werde ich dort auch dann live streamen. Über YouTube. Das heißt, ja, alles, was ich dann, ja, wird in YouTube gemacht. Wie da die Planungen aussehen werden, kann ich euch noch nicht sagen, denn diese Spezialfolge wird dann eine richtige Spezialfolge. Die wird es dann auf jeden Fall geben. Und wir werden noch eine Spezialfolge drehen. Und zwar dann wieder in OMSI. Ja, die Map wisst ihr ja bereits. Und ja, mehr brauche ich ja dazu nicht sagen. Ne? Genau, denn es gibt wieder Enthüllungen, die ja mal wieder nicht vorenthalten worden sind. Was man so über einen Menschen erfahren tut. Denn manche Dinge habt ihr noch nicht gewusst über diese Person, aber das werdet ihr erfahren. Und dann bin ich gespannt, was ihr damit macht. Ja. Des Weiteren würde ich noch meinen Kanal ein bisschen umbauen. Das heißt, ja, ich werde ihn ja, nicht direkt neu machen, also das zwar noch nicht, aber ja, es wird dann wahrscheinlich so sein, dass dann alles über meinen neuen Künstlernamen laufen wird. Und zwar dann über Peter LP. Ja, dies wird es dann auf jeden Fall kommen, oder es wird es auf jeden Fall geben. Weil ich den Kanal neu machen werde, also wahrscheinlich dann im August, wird es dann so sein, dass ich dann diesen Kanal neu machen werde. Ja, der Link zur Videobeschreibung wird es auf jeden Fall geben. Darauf. Rote Ampel, bitte. Was? Alles klar. Ich habe zwar noch keine rote Ampel gesehen, aber okay. Naja. Wohl möglich war das auch eine, ja, keine Ahnung, eine Finte oder so. Ja, meine Freunde, und zwar, ich bin jetzt schon auf den letzten paar Kilometer hier in Leipzig. Und ja, ja, ich werde mich auf jeden Fall dann bei euch wieder melden zur nächsten Folge, wenn dann in TSM. Würde sie wahrscheinlich heute, ja, auch vielleicht noch geben. Ja, seid gespannt. Ja, des Weiteren, ja, bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bei dem, was ihr macht, lasst es euch gut gehen. Okay, das war jetzt der Ampel, die war jetzt richtig. Ja, lasst es euch gut gehen und immer stay positiv, immer positiv denken, Leute. Und dann ja, schaltet doch wieder ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ultrax 702 Promos mit mir, mit Peter. Genau. So, jetzt halte ich auch mal an. Ah, oder auch nicht, oder auch recht. Ja, deswegen zeige ich jetzt mal schon mal. Ja, schöne Musik gerade im Hintergrund. Ja, deswegen zeige ich jetzt dann auch mal Tschüss. Und ja, stay positive, positiv denken, Leute. Und bis dahin einen wunderschönen Tag bei dem, was ihr macht.
immer positiv denken, Leute. Und dann würde ich sagen, wir hören uns auch dann bald wieder zur nächsten Folge. Ja, wünsche euch dabei noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Peter.